Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser wunderbaren Soiree als quasi Auftakt der linken Woche der Zukunft. Das ist ein, ja, wundersamerweise finden über 80 Veranstaltungen im Rahmen dieser linken Woche der Zukunft statt. Veranstaltungen, die von drei unterschiedlichen Akteuren bestritten werden. Von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Bundestagsfraktion und der Partei Die Linke. Und jetzt herzlich willkommen bei der Soiree, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung veranstaltet wird. Der Titel dieser Veranstaltung heißt nun: Womit zieht die neue Zeit? Share Economy, 4-in-1 und Commons, Alternativen zum Kapitalismus. Womit zieht die neue Zeit? Was meinen wir damit? Die Linke, klein wie groß geschrieben, ist sehr gut darin, das Bestehende zu kritisieren, also die herrschenden Eigentums-, Produktions-, die Reproduktionsverhältnisse. Und diese Verhältnisse haben es auch wohl verdient, heftig attackiert zu werden. Jedoch geht es uns auch darum, nicht dabei stehen zu bleiben, sondern geschult in Dialektik Ansatzpunkte im Bestehenden aufzuspüren. Nicht, weil wir unsere Kritik womöglich weich spülen wollen, sondern weil wir das Ergebnis unserer Kritik radikalisieren wollen. Es geht also um Ansatzpunkte im Heute für ein ganz anderes Morgen, für Risse im Bestehenden. Ja, uns als Veranstalterin dieser linken Zukunftswoche geht es darum, Wege zu finden, die einen Aufbruch ermöglichen zu einer kommenden Demokratie, zu einem Sozialismus 2.0. Und dazu haben wir uns erstens auf die Suche gemacht nach Entwicklungen, die einem solchen Aufbruch womöglich in die Hände spielen können, wohlgemerkt können, denn es gibt keinen Automatismus dahin. Die Entwicklung der Produktivkräfte, der technische Fortschritt könnten dein wirklich Verbündeter sein. Schon Marx spricht davon, dass eine neue Epoche anbricht, wenn die Entwicklung der Produktivkräfte durch die Produktionsverhältnisse gehemmt wird. Das zeigt sich heute auch im Internet. Künstlich müssen Verwertungsrechte gesichert werden oder begrenzt werden. Die Warenform muss künstlich durchgesetzt werden, obwohl es möglich wäre, allen Menschen freien Zugang zu diesen Möglichkeiten, zu diesem Wissen zu geben. Und wir haben uns zweitens natürlich auf die Suche gemacht nach Praxen, die bereits heute existieren und die von einem ganz anderen Morgen künden. Die quasi eine Art Vorbote für einen anderen Morgen sind. Und wir sind dabei fündig geworden. Fündig bei den Kämpfen um Zeit, der 4-in-1-Perspektive, bei der Verdichtung ganz unterschiedlicher Kämpfe unter dem Ziel einer Care Revolution, bei verschiedenen Commons-Projekten, bei Kooperativen, bei Formen von gemeinsamer Wissensproduktion in und jenseits der digitalen Welt und auch bei Share Economy. Und drittens ist es uns dazu gelungen, drei ganz wunderbare Referentinnen gewinnen zu können. Ich glaube, Referentinnen, die nicht in allen Punkten heute Abend und generell übereinstimmen, die aber doch eins gemeinsam haben. Die Lektüre ihrer Werke ermutigt. Sie ermutigt, Mauern einzureißen. Sie ermutigt dazu, sich nicht mit dem Bestehenden zufrieden zu geben. Und sie ermutigt dazu, andere Wege beim Gehen zu erkunden. Ich möchte sie jetzt im Einzelnen vorstellen. Frigga Haug. Anlässlich eines runden Geburtstages verfassten wir vom Online-Magazin Prager Frühling vor kurzer Zeit eine Würdigung, und diese Würdigung begann mit einer nicht ganz einfachen Frage. Wie würdigt man Frigga Haug? Wäre es ihr 35. Geburtstag? Nun, dann könnte man auf ihre Verdienste beim Argument verweisen, man könnte darauf hinweisen, dass sie den Rat zur Befreiung der Frauen mit angestoßen hat. Schon wenn es um den 45. Geburtstag ging, hätte man Probleme gehabt, die Vielzahl der Schriften auch aufzuzählen. Schriften zur Automation, zu weiblicher Alltagserfahrung. Beim 55. und 65. Geburtstag hätte man schon nicht mehr gewusst, wo anzufangen. Ja. Die Rezeptionsschwellen, die sie durchbrochen hat, die Anstöße, die sie mit ihren Schriften zum Beispiel zur Zeitsouveränität und zur 4-in-1-Perspektive gegeben hat, das alles aufzuzählen, wäre stupide Fleißarbeit gewesen. Frigga ist seit vielen Jahren Feministin und Marxistin gleichermaßen. Damals war es ein Verdienst, beides gleichermaßen zu sein. Heute ist es in vielen Kreisen ein Verdienst, überhaupt noch eins von beiden geblieben zu sein.
Doch Fricker gibt sich damit nicht zufrieden. Erst vor kurzem hat sie einen Kongress angeschoben, der von der feministischen Sektion des INKRIT und von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam veranstaltet wurde. Feminismus, Marxismus. Ihr aktuelles Buch, Der im Gehen erkundete Weg, hat sich genau dieser Aufgabe gewidmet, den Marxismus, Feminismus wieder neu zu begründen. Herzlich willkommen, Fricker Haug. Die zweite in dieser Runde, Anke Domscheit-Berg. Anke absolvierte als erstes ein Studium in angewandter Textilkunst, welches sie noch zu DDR-Zeiten begann. In ihrem Buch Mauern einreißen gibt es übrigens ganz wunderbare Einblicke in die Höhen und Tiefen dieser Zeit und auch der Wendezeit. Nach dem Abschluss eines Studiums in internationaler Betriebswirtschaft hat sie dann erstmal als Beraterin unter anderem bei McKinsey und Microsoft Karriere gemacht und auch eigene Unternehmen begründet, darunter eins mit dem schönen Namen Fempower.me. Beteiligung, Transparenz, Geschlechtergerechtigkeit, das sind die Punkte, für die sie brennt. Der Wunsch, Mauern einzureißen, führte sie dann in die Parteipolitik. Als wir uns zum ersten Mal live auf einen Kaffee trafen, war sie gerade unterwegs im Wahlkampf für die Piraten. Diese Periode endete nach 2,5 Jahren. Nun könnte man meinen, dass für mich als Vorsitzende einer quasi konkurrierenden Partei, die auch infolge dieses austrittsbeginnenden Abgesänge auf die Piraten erfreut, ein Konkurrent weniger, aber ich merkte, dass nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Freunden die rechte Freude darüber ausblieb. Woran lag das? Vielleicht auch daran, dass wir ahnten, dass wir den manchmal nerdig wirkenden Versuch der Piraten, diese Politiklandschaft aufzumischen, wir vermissen werden, gerade auch angesichts des abzeichnenden autoritären Rechtsrucks. Und auch, weil den Piraten es gelang, viele Menschen, die bisher nicht in größeren Organisationen oder Parteien organisiert waren, für Politik zu begeistern. Droht nun der Rückzug ins Private? Rückzug ins Private statt Aufbruch zu den 7 Weltmeeren? Doch davon kann zum Glück bei Anke nicht die Rede sein. Sie schrieb in einem Text, die gute Nachricht an meinen Überzeugungen hat sich vor, während und nach meiner Mitgliedschaft nichts geändert. Ich werde weiterhin dafür kämpfen, die Welt zu verändern, als kleines Zahnrad im großen Getriebe. Sie kämpft also weiter. Nun als Publizistin, die schreibt über Share Economy, darüber, wie diese Entwicklung den Kapitalismus hintertreiben kann und wie Entwicklungen wie der 3D-Drucker die Gesellschaft verändern. Herzlich willkommen, Anke. Der Blick unseres dritten Gastes auf das Thema Internet ist womöglich etwas kritischer, wobei er wahrscheinlich schon die diskursive Vereinheitlichung, die mit dem Begriff Internet einhergeht, hinterfragen würde. Jewgeni Morozov ist Publizist und Redakteur. Bekannt wurde er mit seinem Buch The Net Delusion 2011, in dem kritisiert er die Annahme, dass das Internet einfach per se demokratisch sei und meint, es käme vielmehr darauf an, die Datenzentren zu sozialisieren. Vor kurzem führte die Zeitschrift Luxemburg ein Interview mit Jewgeni, das einen umfassenden Einblick in seine Arbeiten gibt. Und in der Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Machtposition von Google kommt er zu einer Feststellung, die erst verblüffend wirkt. Er sagt, 200 verschiedene Anbieter im Bereich Informationsdienste sind überhaupt nicht erstrebenswert. Die entscheidende Frage, die dann lautet, ist, muss dieser Anbieter ein kapitalistisches Unternehmen sein? Wer nun meint, Jewgeni würde schlicht auf Verstaatlichung setzen, auch der irrt wieder. Denn weiter heißt es bei ihm, je weniger der Staat direkt involviert ist, desto besser. Das linksradikale Konzept der Commons könnte hier hilfreich sein. Also Sie sehen, wir sind mittendrin in einer der brennendsten Fragen, der Frage um die Eigentumsverhältnisse. Herzlich willkommen, Jewgeni, bei der Linken Woche der Zukunft. Mein Name ist Katja Kipping. Ich habe die Ehre, gemeinsam mit Bernd Rixinger, Vorsitzende der Partei Die Linke, zu sein. Und wir beide werden morgen früh um 10 am Franz-Mehring-Platz im Münzenbergsaal unser Zukunftsmanifest Die kommende Demokratie, Sozialismus 2.0 vorstellen. Jetzt zum Ablauf. Ich habe als erstes unsere drei Referenten gebeten,
ihre Sicht auf die Frage, womit zieht die neue Zeit, darzustellen. Danach möchte ich alle drei, die ja sehr unterschiedliche Blickwinkel oder Zugänge zu dem Thema haben, miteinander ins Gespräch bringen. Und danach gibt es hoffentlich noch die Möglichkeit für einige Nachfragen aus dem Publikum. Also wir beginnen. Wir hatten einige Hindernisse zu überwinden, auch die Referenten bei der Anreise. Wisst, es gibt einen GDL-Streik. Ich freue mich über alle, die es trotzdem hierher geschafft haben. Und infolge dieser ganzen Aufregung gibt es auch noch kleine Hindernisse, die wir währenddessen bearbeiten müssen. Ich bitte jetzt als erstes, Anke, dass du uns einführst in deine Perspektive zu der Frage, womit zieht die neue Zeit? Ich bin vielleicht kein Digital Native, sehe mich aber trotzdem als Mensch der neuen Zeit, als jemand, der versucht, aus der digitalen Gesellschaft etwas zu machen oder dazu beizutragen, aus ihr etwas zu machen, das besser ist und vor allem, das überhaupt ein langfristiges Überleben der Menschheit ermöglicht. Und zwar nicht nur dem 1%, das sich auch bei fortschreitendem Klimawandel irgendwo retten kann. Danke sehr. Ich habe ein Problem mit Kapitalismus. Kapitalismus ist für mich kein langfristiges Gesellschaftskonzept. Ich glaube, hier im Raum wissen alle, warum das so ist. Es funktioniert nicht nachhaltig. Es ist vor allem ein ungerechtes System. Es basiert auf einer künstlichen Verknappung. Es hat nicht zum Ziel, eine möglichst maximale Versorgung zum geringstmöglichen Preis für möglichst viele Menschen bereitzustellen. Und es führt, das können wir ja die ganze Zeit sehen, auch hier in Deutschland zu einer fortschreitenden, zu einem Auseinandergehen der Schere zwischen Arm und Reich. Aber ganz platt gesagt vernichten wir auch unseren Planeten, wenn wir so weitermachen. Ich glaube, dass die digitale Gesellschaft uns dafür eine Alternative bietet. Eine Alternative, für die es vielleicht noch nicht den passenden Begriff gibt. Ich habe mal ersatzweise den Begriff Kommunismus gewählt. Aber nicht mit K und U, sondern mit C und zwei O's, von Commons, von einer Gemeingütergesellschaft. Manche Menschen benutzen das, was ich damit meine, auch mit dem Begriff Share Economy. Das kann man machen, es führt aber sehr leicht zur Verwechslung. Also es gibt Menschen, die unter Share Economy eine Gesellschaft begreifen, also die zum einen als Konzept hat, dass man sich Ressourcen teilt, dass man also nicht mehr unbedingt ein Ding Eigentum nennen muss, sondern der Zugang zu irgendetwas, und das muss nicht nur ein wie Wissen oder Designvorlagen. Und innerhalb der Share Economy gibt es Menschen, die sagen, das ist ein Kontinuum. Das hat auf der einen Seite die Raubtiervariante, die wir von Airbnb, von Uber und dieser Art von Firmen kennen, die dieses Teilen-Konzept auch wieder nur benutzen, um neue Monopole zu bilden, Leute auszubeuten und selber möglichst viele Profite daraus zu ziehen. Selbst diese Systeme, die ich persönlich nicht besonders gut finde, haben, was den Ressourcenverbrauch angeht, immer noch Vorteile. Denn wenn man sich Autos zum Beispiel miteinander teilt, braucht man 80% Autos weniger bei gleichem Zugang zur Mobilität. Es gibt aber auf der anderen Seite des Kontinuums die echten Commons, weshalb die wirklichen Commons-Vertreter auch sagen, um Gottes Willen niemals im gleichen Satz verwenden, es ist einfach was völlig anderes, die überhaupt keinerlei Profitstreben mit dem Teilen verbinden. Wir sehen sowas zum Beispiel an Wikipedia, eine Sammlung von Wissen. Was ich glaube, was uns dieses, also vielleicht noch einen Satz, wo auf diesem Kontinuum wir uns in Zukunft bewegen werden, das hängt nicht vom Kapitalismus ab. Das hängt auch nicht von Uber und Airbnb ab. Das hängt ausschließlich von uns Menschen ab, die sich in diesem System bewegen, die immer Alternativen finden. Man kann zum Beispiel auch statt Google Startpage benutzen oder DuckDuckGo. Es gibt immer Alternativen. Und es hängt von uns ab, welche dieser Alternativen auf dem Kontinuum wir wählen. Und von den möglichen Wegen, die wir haben, in eine Art Share Economy mit der Ausprägungsmöglichkeit Kommunismus, welche das wird,
Das hängt davon ab, wo wir unser Gewicht in die Waagschale werfen. Weil kapitalistische Unternehmen sind völlig machtlos, wenn wir sie nicht unterstützen. Ich glaube, dass mit der digitalen Gesellschaft, es ist ja der Begriff 3D-Druck in meiner Vorstellung schon gefallen, dass wir mit diesen neuen Technologien Möglichkeiten haben, die wirklich völlig unvergleichbar sind zu allem, was wir jemals vorher hatten. Und ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Vielleicht mit einem Satz vorneweg, was ist 3D-Druck? 3D-Druck, darunter subsumiert man unterschiedliche Herstellungstechniken, die man additives Herstellen nennt, wo man aus einer digitalen Datei ein dreidimensionales physisches Objekt in der echten Realität macht. Diese Dateien kann man auf unterschiedlichem Wege erstellen. Man kann einen Gegenstand, der bereits existiert, scannen und daraus eine reproduzierbare Datei machen. Man kann aber auch selbst ein Design erstellen mit unterschiedlichen Softwareprogrammen, die es dafür gibt. Die kann man dann ins Internet stellen und genau wie in einer Datenbank für Wissen, wie wir das heute von Wikipedia kennen, Datenbanken aufbauen. Eine davon heißt Thingiverse, also wie das Universum der Dinge, und kann dort diese Designs hochladen und zur freien Verfügung stellen. Damit gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt kommt dieses eine Beispiel, das ich schon angekündigt habe. Es gibt mehrere Millionen Menschen mit Handamputationen überall auf der Welt. Wir wissen darum, da sind sehr viele Minenopfer in Südostasien, in Laos zum Beispiel. Niemand von denen kann sich für zigtausend Dollar eine Handprothese leisten. Es gibt aber replizierbare, ausdruckbare Dateien für Handprothesen, die man auch verändern kann, also größer und kleiner machen und an die jeweiligen Restarmvoraussetzungen anpassen, die man für unter 5 Dollar Herstellungskosten selber drucken kann. Und zwar überall auf der Welt. Ich habe mit den 3D-Druckern die Möglichkeit, eine Demokratisierung von Produktionsmitteln zu schaffen und damit eine Unabhängigkeit von zentralen oder monopolistischen Produktionsstrukturen. Das ist schon so eine Art Kommunismus mit 2 O. Aber ob dann am Ende wieder jemand kommt und ein Konzept daraus macht, wie es Amazon bereits anfängt, dass man dort 3D-Druckobjekte bestellen kann, das ist wieder die Frage, was davon wir unterstützen. Mit 3D-Druck wird sehr viel möglich sein, nicht bloß diese Handprothesen. Man kann damit heute schon Häuser drucken. 10 Stück an einem Tag sind in China schon gedruckt worden. Keines kostete mehr als 5.000 Dollar. Es waren richtige feste Häuser. Inzwischen druckt man Häuser bis zu 5 Stockwerke hoch. Ein Auto hat man gedruckt in diesem März, auch in China, für 1.500 Dollar. Es fährt mit Strom und ist sauber. Eine Firma in Detroit hat im letzten September ein Auto gedruckt. Das ist beliebig veränderbar. Jeder kann praktisch eine eigene Variante davon erstellen. Die planen 100 Fabriken, eine davon in Berlin, wahrscheinlich schon im nächsten Jahr. Unsere Autoindustrie hat das, glaube ich, nicht mal mitgekriegt. Die verpennen diesen Prozess, was vielleicht nicht mal schlecht ist, außer dass es sich natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Autofirmen dramatisch auswirken wird, weil viele von denen wird man nicht mehr brauchen. Und dann müssen wir darüber nachdenken, was wir für ein gesamtgesellschaftliches Konzept brauchen, das in dieser anderen Gesellschaft die Demokratisierung von Produktionsmitteln ergänzen muss. Nämlich solche Dinge wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Dass ich mir überlege, was mache ich denn in einer Gesellschaft, wo nicht mehr alle bezahlte Erwerbstätigkeit haben, aber vielleicht auch gar nicht mehr brauchen. Schon heute werden doppelt so viele Arbeitsstunden unbezahlt geleistet als bezahlte Arbeitsstunden. Die werden nur nicht so wertgeschätzt. Viel mehr Menschen würden gerne ihre Potenziale verwirklichen, als in irgendeinem Ausbeuterjob, ich finde es nicht übertrieben, den Begriff zu benutzen, quasi versklavt zu sein. Also ich kenne Leute, die unter wirklich unzumutbaren Bedingungen arbeiten müssen. Wenn wir so etwas hätten wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, wäre niemand mehr erpressbar, dann könnte man das alles nicht. Und dieses Konzept, das ja doch eher analog klingt, ist aber sehr eng verbunden mit diesen anderen, dieser digitalen Revolution. Ich glaube, dass wir im Moment eine einmalige Chance haben, die wir uns aber auch gar nicht aussuchen können, sondern ich glaube, dass wir am Beginn einer dritten industriellen Revolution stehen.
Eine industrielle Revolution hat es in der Vergangenheit zweimal gegeben. Immer dann, wenn ein neues Energieregime und ein neues Kommunikationsregime zusammengetroffen sind. Das war beim ersten Mal, als zum Buchdruck einige Zeit später die Dampfmaschine dazu kam und eine immense Veränderung in der Gesellschaft, in der Art und Weise, wie Menschen arbeiten und leben, mit sich gebracht hat. Viele Berufe, ganze Branchen sind verschwunden, andere sind neu entstanden. Und eine zweite industrielle Revolution gab es als die elektrische Kommunikation, das, was wir so unter Telefon, Fax, Radio, Fernsehen und so weiter verstehen, zusammentraf mit den fossilen Energieträgern. Wieder sind ganz neue Industrien entstanden. Jedes Mal geht die Entwicklung entlang einer gaußschen Glockenkurve, sehr langsam am Anfang und dann extrem steil aufwärts. Und wir sind genau an diesem Beginn des steilen Aufwärtsganges einer rasanten Veränderung, die vielleicht diesmal noch schneller sein wird als bei der letzten industriellen Revolution. Und auch diesmal treffen beide Dinge zusammen. Wir haben ein neues Energieregime mit den erneuerbaren Energien. Wir haben ein neues Kommunikationsregime mit dem Internet. Beides wird zu einer Dezentralisierung von Strukturen führen, einer Enthierarchisierung, einer Umverteilung von Macht. Es wird sehr disruptiv sein und wir alle können dazu beitragen, dass das zum Wohle möglichst vieler Menschen passiert und nicht Einzelne versuchen, da sich wieder so Knotenpunkte aufzubauen und die außerordentliche Macht des Dezentralen wieder zu zerstören. Das, was wir an Fehlentwicklungen sehen in der digitalen Gesellschaft, die großen Monopole, die entstehen, die uns auch die Gefahr eines digitalen Totalitarismus bringen, die müssen wir dadurch brechen, dass wir das zentralisierte Internet wieder dezentralisieren. Ich sehe eine Möglichkeit für die Entwicklung, aber wie Katja schon gesagt hat, sie ist nicht selbstverständlich, sie kommt nicht von allein. Und wir müssen dafür genauso kämpfen, wie wir seinerzeit für die Wende in der DDR gekämpft haben. Denn damals ging es auch um Freiheitsrechte. Es ging darum, uns die Demokratie zu erkämpfen. Und jetzt müssen wir sie wieder verteidigen, weil sie ist kein Geschenk für die Ewigkeit. Wir sehen jetzt schon, dass wir wieder in einer Art Totalitarismus leben. Und er ist heute viel gefährlicher als je zuvor, weil heute viel mehr Möglichkeiten bestehen, uns zu überwachen, zu manipulieren und zu kontrollieren. Und die einzige Verteidigungsmöglichkeit dagegen ist, die positiven Potenziale dieser digitalen Revolution zu nutzen und auf eine Dezentralisierung zu setzen. Das waren wahrscheinlich ungefähr 10 Minuten. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Danke. Herzlichen Dank. Bevor ich jetzt Jewgeni das Wort erteile, für all diejenigen, die nach der Begrüßung gekommen sind, nochmal der Hinweis, es gibt eine Simultanübersetzung. Am Eingang sind die entsprechenden Kopfhörer und Geräte. Ich hoffe, es bricht jetzt kein großer Trubel aus, sondern wer es noch eins braucht, schleicht sich raus. Jewgeni wird auf Englisch sprechen. Ja, Jewgeni, womit zieht die neue Zeit und wie revolutionär ist die digitale Revolution? Thanks so much for having me here. I would say that it's definitely revolutionary. I mean, there is no question in my mind that there will be lots of changes that will occur to how we live, how we organize, and how we provide basic services. It's just that my view is probably somewhat, not just somewhat, but much more pessimistic than Anke's. And my fear, which borders on a prediction, is that within 10 years, if you look at whatever is left of what we used to conceive of as the welfare state, all of that, or most of that, will be run either out of Silicon Valley or by Silicon Valley. Whether it has to do with health, whereby we will be asked, required, nudged, encouraged, to wear self-monitoring devices that will identify our symptoms in real time and tell us to eat less or exercise more or do any of the other things that such devices do, to energy, where some kind of a smart thermostat, like the one that is already operated by Google, will be monitoring our energy consumption and constantly telling us that we have to adjust our behavior,
the education with some kind of an open, massive online course. Will be teaching us and monitoring our performance, and then based on that feedback that it generates, we'll be creating customized learning paths. All of that Silicon Valley can do better, faster, and probably cheaper than our established institutions. Of course, it does it, or it will do it, on terms that are very different from the ones that we have traditionally expected from education or health or many of the other social domains. They will be run as extremely profit-making enterprises in a way that would benefit Silicon Valley. And I don't have to tell this to all of you realize that already, that when you have a big private company stepping in to provide this service, the very conditions and the terms of the service will change as well, and they will not benefit values like solidarity, they will rather benefit the price point of the consumer, right? They will be very free, perhaps. And that's, again, the proposition that Silicon Valley puts in front of us. In a way, it functions as a complicated loan of sorts. Silicon Valley tells us that we wouldn't have to pay for any of those services. Essentially, we can get most of them for free as long as we allow ourselves to be monitored perpetually so that the data that we generate in the context of using those devices can then be converted into cash with some kind of advertising intermediary in between. I mean, right now it works with advertising, but there is, for me, absolutely no certainty that Google would not try to use that data to make money in other ways. And for me, it's obvious that some of the more obvious ways in which this data can be used would be to provide things like insurance or banking. It's very easy for a company like Google, which already operates a smart thermostat in your house, which already monitors everything you do, everywhere you go, and everywhere you drive in your self-driving car, to predict what kind of risk you have on a daily basis, whether it's the risk of your house catching fire, or whether it's the risk of you defaulting on a loan, or whether it's the risk of you perhaps suffering from some kind of an accident. All that data that is being generated is superior to whatever data the banks or the insurance companies have. And for me, it's obvious that there will be a jumping point at which companies that are sitting on that data will find other uses for it other than advertising. Right? And for me, the big question is, to what extent do we have an answer to the rather tempting offer that Silicon Valley has? And I would argue that for many people, it's not just a choice between keeping their privacy or not keeping their privacy. What Silicon Valley offers, in many respects, is an alternative that they see as something that can save them time. Right? If you look at Google's and Apple's and Facebook's and Microsoft's fascination, for example, with the topic of personal digital assistants, think about how they work and what their goal is. Their goal is to basically give to the poor and the middle classes what the rich already have, which are personal assistants, maids, secretaries, and so forth. But virtual personal assistants, again, they will monitor everything that passes through your life, because so much of your life is now digitized, and it will just do things instead of you, so that you know you don't have to waste time booking your flight, finding a hotel to stay, checking weather, and so forth. So a personal assistant from Google does save you a lot of time. You know, I use it on a daily basis just to see how it works, and I can report that probably 15 minutes a day is saved for me, out of nowhere, just by converting the data that Google gathers about me into actual insights that would predict what information I would need when I go to Paris tomorrow. It's already waiting for me on my phone. The weather forecast, how to get to my hotel from the airport, and everything else. If you think about it, that's a proposition that a lot of people who value their time, and many of us do because we just have to work more and more, would actually accept, perhaps bypassing the concerns about privacy for the sole reason that this is something valuable. And this is why I think it's unfair of us to be blaming people who choose to opt in for the system. Because the system, whether it's on health or whether it's on energy or whether it's on free time, does provide a service. The question I think that radical movement should be asking is, to what extent can we take the infrastructure on which this system, this analytical system, is built, and use it and twist it to work on a very different logic that would not favor the interests of individual consumers, but would actually allow us to enjoy services together without perhaps having to be ranked by the service provider.
which is the case with many companies of the sharing economy. If you look at a company like Uber, it ranks you as a passenger, right? You're not just ranking the driver, which might already be over the top for many people. The driver also ranks the passenger, right? And it ranks you precisely because for Uber, it's a way to cut costs. If you can establish a reputation economy of sorts in this service, you would be able to cut down on having to screen out people that you don't like, or having to do with the damage done to the car, or whatever. It's just much easier to run the system that way. And my concern is that if you think of this reputation economy paradigm as essentially extending to many other domains, which I would argue is already happening. You know, your the Airbnb person that rents your apartment wants to know how many friends you have on Facebook. Actually, Airbnb would not let you book an apartment on Airbnb when you're using your Facebook credentials if you have fewer than 100 friends on Facebook. Right? Again, it's a requirement that is easy to explain if you consider the logic according to which Airbnb operates, but it's not something that I would like to do and have in our everyday interactions with each other, because ultimately I think it will all drive us to some kind of anxiety, if not outright paranoia, where we always have to be worried about everything that we do and how it will reflect our reputation in one domain of life or another. So clearly, if you were to build a system that will be flexible, decentralized, and use customized pickup points for transport, like Uber does, you wouldn't want that system to have this, to me, stifling reputation system built on top of it, because I think it's demeaning to citizens, right? But on the other hand, you do want to have some kind of a flexible system where instead of running buses which go empty a lot of the time because nobody is there at 11 o'clock at night, how can you build a system that will actually be flexible and dynamic? If you look at a country like Finland and Helsinki, for example, a startup tried, that was a spin-off from the city, a startup called Katsu Plus, tried to provide a service whereby you can indicate through an app on your phone where you want to be picked up. And a bus, a minibus, would actually go and pick you up and deliver to where you need to go with the algorithm of the system calculating in real time what is the optimal route for that bus to take. Right? For me, it's a system that is excellent, that works in a manner that does not rely on some kind of centralized planning approach and that still suits the interests of the citizens. The problem is that to make that system work in the current environment would require much more than just launching a startup. It would require rethinking how data is collected, how it's aggregated, who owns it, and who can build on top of that data. Right now, most of those layers are controlled by a bunch of companies, Google, Facebook, Apple, and a few others. Unless we manage to take that data away from the companies, we would not be able to build these alternative systems, which for me are obvious that they need to be built. It's just that they will not be built unless we start treating data with the same amount of attention, urgency, and critical skill that we apply to the land or to any of the other big assets and commodities and, you know, perhaps non-commodities that the left has traditionally preoccupied itself with. Data, I would argue, occupies that layer in a knowledge society or however, whatever label you want to attach to the current economic situation. Thank you. Herzlichen Dank. Frika? Ja. Zumindest Mikrofone haben wir für jeden. Lieber Frigga, womit zieht deiner Meinung nach die neue Zeit? Und geht es schon? Ihr könnt mich hören, gut. Also, ich fange mal von oben an. Allen ist ja bekannt und mehrfach wird es in den Zukunftsgedanken wieder und wiederholt, was wir für eine grauenvolle Zeit von Krieg und Krisen haben. Und auch sind alle schon imstande, ein Umweltbewusstsein zu haben, welches allgemein verbreitet ist, dass wir ökologisch auf eine Katastrophe zutreiben. Und dennoch schlägt sich das im Wesentlichen nieder in einem, ich würde das sagen, atomisierten Elend der Einzelnen. Es gibt dazu keinen Zusammenschluss. Seit das kommunistische Projekt jetzt mit K gescheitert ist,
gibt es im Grunde kein glaubhaftes Projekt der Linken, um das sich die atomisierten Einzelnen scharen könnten, in der Sicherheit oder in der Hoffnung oder mindestens im Glauben, dass sie selber zu einer Änderung zum Innehalten beitragen könnten. In dieser Situation denke ich, dass das Vier in einem Projekt, was ich hier knapp vorstellen soll, mindestens ein Versuch ist und von uns vielleicht diskutiert werden könnte, ob es nicht die Fähigkeit hat, diese atomisierten Einzelnen in ihren Befürchtungen und Ängsten aufzunehmen und in Richtung auf Veränderung zu mobilisieren. Ich kann das Projekt ganz furchtbar kurz vorstellen, weil es sehr vernünftig und einfach ist, einfach in zwei Sätzen. Das tue ich jetzt und anschließend spreche ich über die Probleme, warum es sich nicht sofort verwirklicht und welche Hindernisse dem entgegenstehen, außerdem denen, die jetzt in den Einzelnen hier sich als Widerspruch melden. Also der vernünftige, einfache Gedanke heißt, ein jeder sollte die Möglichkeit haben und das in die Wirklichkeit umsetzen, sein Leben so einzurichten, dass er gleich viel Zeit auf die vier hauptsächlichen Lebensbereiche verwendet. Die vier hauptsächlichen sind die Produktion der Mittel zum Leben, heute in der Form der Lohnarbeit durchgeführt, dann die Herstellung, Bewahrung und Entwicklung des Lebens selber, was missverständlich Reproduktion genannt wird, das ist es natürlich nicht, sondern es ist die Entwicklung des Lebens, seine Erhaltung, seine fürsorgliche und liebevolle, weiß nicht, das Wort ist jetzt weg, die Sorge dafür. Das ist der zweite Bereich, gewöhnlich an Frauen vergeben. Der dritte Bereich oder umsonst irgendwo bei Herr getan und in Care-Krise und so weiter derzeit diskutiert. Der dritte Bereich ist die Entwicklung seiner selbst, also die Entwicklung der in den Einzelnen schlummernden Möglichkeiten als Menschen, statt diese nur einer Elite zu überlassen, selber Selbstzweckhandeln in der Zeit zu haben. Und der vierte ist schließlich die politische Gestaltung der Gesellschaft nicht einigen Stellvertretern zu überlassen, sondern sich selber einzumischen. Das ist sehr einfach. Jeder kann das verstehen. Man kann das überall in Veranstaltungen erzählen, berichten und wird immer laute Zustimmung finden. Warum, wenn das so ist? Ich habe mindestens 60, 70 Veranstaltungen dazu schon gemacht. Und andere können das berichten. Warum, wenn das so ist, wenn das jeder sofort verstehen kann und wenn es so durchaus vernünftig ist und wenn man seine tätige Zeit so aufteilen kann, dass, sagen wir mal, jeweils 4 Stunden am Tag in einem dieser Bereiche verbracht werden, warum ergreift es die Einzelnen nicht wie ein Lauffeuer und sofort gehen alle her und richten ihr Leben so ein? Das ist jetzt die Frage, was steht dem entgegen? Ich muss vielleicht noch dazu sagen, der Gedanke da drin ist auch noch, dass die 4 verschiedenen Bereiche horizontal nebeneinander gelegt sind. So. Die Fesseln und Hindernisse. Ich fange mit dem Hauptproblem an. Das ist die Frage der Kämpfe um die Zeit. Das ist ja ein zeitlich gelegtes Projekt. Also die Frage der Zeitkämpfe. Die Kämpfe um die Verfügung über Zeit. Wer verfügt eigentlich über die Zeit seiner selbst? Und wer verfügt über unsere Zeit? Und wer verhindert, dass wir die Zeit so einteilen, wie dieses jetzt vorgestellt ist? Marx hat dazu gesprochen an 2 entscheidenden Stellen, und zwar einer Globalökonomie der Zeit. Darin löst sich schließlich alle Ökonomie auf. Was heißt das konkret für uns? Und dann als Vorgriff, wenn erst die Ökonomie der Zeit aufgehört hat, regelndes Prinzip zu sein, dann kann ein jeder alle seine Fähigkeiten entfalten und jeder kann nach seinen Bedürfnissen leben, gerade so, wie er will. Da sind wir offenbar schon ganz jenseits angekommen, während wir jetzt in den Kämpfen sind, wo es um die Verteilung der Zeit noch geht. Da wissen wir schon, kapitalismuskritisch, wie wir alle sind,
dass Kapitalismus die Produktionsweise ist, in der versucht wird, sämtliche Poren der Zeit für die Produktion von Profit zu verbrauchen. Das ist eine ganz dialektische und merkwürdige Grundlage für den Kapitalismus, weil er nämlich auf diese Weise in seine Grundfesten hineingelegt hat, er muss unbedingt die Arbeitszeit verkürzen, die auf jedes Produkt gehen, dann kann er mehr Profit machen, aber die Arbeitszeit ist gleichzeitig diejenige, welche die Quelle seines Profits ist, eine der Quellen seines Profits ist, sodass er in einem Selbstwiderspruch verfangen ist, das heißt praktisch beständig gleichzeitig mit der Verfolgung der Reichtumsziele sein eigenes Grab gräbt. Die anderen beiden Quellen des Reichtums sind die Arbeiter selbst und die Erde. Das ist wiederum, sind wiederum zwei Quellen des kapitalistischen Profits, die auf diese Weise zerstört werden. Arbeiter und Erde. Also ist der Kapitalismus in Bezug auf die Kämpfe um Zeit der Dirigent und gleichzeitig die Grabstätte dieses kapitalistischen Projekts, falls ich das mal so nenne. Und man kann das auch in ganz modernen Worten sagen, dieses war eben alles Marx. Aber Peter Hartz, den alle noch aus Hartz IV kennen, sagt es noch anders. Er rechnet aus, dass die Menschen, wenn man sie als Maschinen betrachtet, was man doch sollte, wenn man sie einsetzen will, dass sie möglichst viel arbeiten und wenig und dann wieder weniger und möglichst viel Profite aus ihnen rauskommen, dass sie zu wenig arbeiten. Als Maschinen sind sie nicht tatsächlich ausgelastet, nicht Sonn- und Feiertage, Ferien, Babyzeiten, Rentenzeiten und so. Das ist alles viel zu wenig. Und Hartz' Losung, bevor er dieses wunderbare Reformprojekt startete, war, die Menschen müssen in der wenigen Zeit, die sie arbeiten, rennen, rackern, rasen. Das bedeutet aber in Hartz' Worten weiter, dass die Geschwindigkeit enorm hoch ist. Und das wiederum bedeutet, dass sehr, sehr viele, wie bei so einem schnellen Rad, wie im Karussell, an den Rändern herunterfallen, sodass sich die Gesellschaft teilt in arbeitende Arbeiter und solche, die Menschenmüll sind und irgendwie nicht weiter zu gebrauchen. Das sind Hartz' Worte dazu. Und das Projekt, also was steht eigentlich dagegen? Die Lohnarbeitszeit bei der Entwicklung der Produktivkräfte, die enorm sind, verglichen zu den Zeiten, als der Arbeiter noch 16 Stunden am Tag seinen Blick in die Furche wandte und kümmerlich die armen wenigen Kartoffeln, die zur Existenz nötig waren, herausgrub. Seit der Zeit hat sich die Produktivität der Arbeit so maßlos erhöht, dass wirklich, also vielleicht 3 Stunden oder 2 Stunden pro Tag für die Erledigung des Lebensnotwendigen ausreichen würden. Also könnten wir das radikal verkürzen und jetzt die anderen Zeiten, die wir als tätige Menschen haben, mit den anderen drei Bereichen der fürsorglich liebenden Haltung zur Welt, der Solidarität zu anderen, der Selbstentwicklung und der politischen Gestaltung widmen. Das nächste Problem da drin ist, die fürsorgliche Pflege oder Haltung zu allen anderen Menschen, die wir als Reproduktion und Care-Arbeit heute bezeichnen, ist zugleich eine, die am Rand ist, weil sie ja wegen der Langsamkeit, mit der sie verrichtet wird, nicht wirklich gut geeignet ist, um Profite aus ihr zu schlagen. Das ist nicht nur so wie ein großer Eisenbahn oder ein großes Arbeitsprodukt, in das zu viel Zeit reingeht, sondern die Zeit selber, die beim Hegen, Pflegen, Ernähren, Lieben, freundlich sein, solidarisch sein gebraucht wird, hat keine Beschleunigungsmöglichkeit oder es ist nicht möglich, diese Sachen so schnell zu machen, dass sie sich am Markt bewähren können. Ich habe irgendwann mal versucht auszurechnen, was eigentlich so ein Kind in etwa kostet, wenn man es am Markt zu normalen, sehr minderen Löhnen aufzieht und am Markt verkaufen will. Und ich bin auf 200.000 Euro gekommen. Das will natürlich keiner dann mehr kaufen. Und man hat die ganze Zeit...
Und man kann auch versuchen, zum Beispiel Märchen nur noch über Platte herzugeben, und man kann sehr viel schneller singen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist die Zeitlogik eine, die sich nicht für Gewinn und Vermarktung eignet. Insofern, wenn man das eine Weile versucht hat und gesagt hat, nein, Hausfrauenarbeit ist auch produktiv oder ähnliche Anstrengungen gemacht hat und versucht hat, also die umsonst und familiär und zu Hause verrichteten Arbeiten im Verhältnis zu anderen Menschen, Behinderten, Kranken und Alten und so weiter, in die Marktlogik zu überführen, und festgestellt hat, das geht nicht, wird man irgendwann auf den Gedanken zu kommen, wenn das nicht geht, dann lass uns doch zwei Kammern einrichten, zwei Ebenen. Es gibt die Erwerbsarbeit, die immer schneller getan wird, immer rationeller, immer mehr verkürzt wird. Und das ist vielleicht günstig, vielleicht wollen wir nicht so viel Zeit mit der Besorgung des Lebensnotwendigen verbringen. Dann gibt es diese mit der reproduktiven oder Freundlichkeit in der Welt. Das sollten wir vielleicht ausdehnen, das ist aber ein eigener Sektor. Und es gibt die Frage der Selbstentwicklung. Das ist ein sehr explosives Gemisch, weil die Elite uns ja vorführt, dass die Zeit für individuelle Entwicklung tatsächlich von ihnen so benutzt wird. Das heißt, ich war mal an der Duke University, das ist unglaublich, welche Bibliotheken die haben, und überall Flügel in den einzelnen Abteilungen der einzelnen Fachschaften, und da kann man Klavier spielen und man kann, sie spielen selbstverständlich Tennis, sie beschäftigen sich sportlich. Das heißt, die herrschende Klasse erzieht ihre Elite mit einem unglaublichen Luxus in sämtlichen künstlerischen Fähigkeiten auch, sodass es eine eigene Gruppe von Menschen gibt, die auf Selbstentwicklung setzen und dadurch auch die Legitimation für die Herrschaft haben. Hm? Die Frage aber, wieso nicht alle, ist, ich wollte ja über die Hindernisse etwas sagen. Ich habe in Leipzig das 4-in-1-Projekt das erste Mal vorgestellt, und da waren alle relativ begeistert, bis auf eine Oberärztin. Sie sagte, ich bin qualifiziert, das ist ein absolut tolles Projekt und das gilt aber nur für die Massen. Aber die qualifizierten Arbeiterinnen wie ich, wir müssen natürlich ganz das arbeiten und können unsere Arbeitszeit nicht so weit verkürzen und mit anderen Dingen ausbauen, wobei sie gleichzeitig dann gesagt hat, es soll so bleiben. Es soll die Qualifizierten, die Entwickelten geben und die Massen unten, und die können anders sein. Kurz, das Elitebewusstsein steht auch gegen die Möglichkeit, dass alle diese 4-in-1-Perspektive für sich ergreifen und zu verwirklichen suchen. Und ich muss noch einen Satz, Katja, sagen zur politischen Gestaltung. Es muss doch eine ungeheure Entwicklung in den Einzelnen vor sich gehen, bis sie die Politik als ihre Sache begreifen und aus der Ohnmacht erwachen und sagen, natürlich, wir möchten mitbestimmen, wie diese Gesellschaft gestaltet wird. Wir überlassen das nicht den Stellvertretern, denn wir sehen, dass die auf unserem Rücken uns ausbaden lassen, was sie angerichtet haben. Wir wollen in allen diesen Punkten mitbestimmen. Und wie macht man das? Ich habe lange darüber nachgedacht, wieso es nicht eigentlich für alle selbstverständlich ist, dass politische Gestaltung ihre Sache sein muss und nicht bloß derer, die im Parlament sind. Und es gibt natürlich zwei Hauptsachen. Einmal, wenn man die Parlamentarier sieht, kriegen die Einzelnen Angst und sagen, das kann ich nicht. Ich kann nicht in so einem Raum mit Mikrofon reden, und also sollen die das für mich erledigen. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass sie sich die politische Gestaltung aufgrund dieser parlamentarischen Zurichtung gar nicht vorstellen können. Man muss das übersetzen, man muss die ganze Zeit übersetzen und mit allen gemeinsam lauter Projekte machen, die Politik in den Alltag holen und in experimentell in Gruppen, in Kommunen gemacht werden. So, sodass das Ganze dann eine Demokratiefrage ist, oder sehr einfach gesprochen, es ist eigentlich die 4-in-1-Perspektive ist die radikalste Demokratievorstellung, weil sie die Demokratie, die Gestaltung der Gesellschaft rückführen möchte in die Hände der Einzelnen und dafür streitet, dass Zeit dafür vorhanden ist. Also Muße, Entwicklungszeit, Fürsorglichkeit und Liebeszeit
dann aber auch Erwerbsarbeitszeit und so weiter. Und das Ganze geht natürlich wirklich schon rechnerisch in euren Köpfen, wenn ihr das probiert, wenn es entsprechend nicht nur jedes einzelne radikal verkürzt wird, sondern gleichmäßig verteilt. Also ein Recht auf einen Arbeitsplatz für jeden. Das ist aber auch ohne weiteres möglich, weil die ja nicht 8 Stunden arbeiten, sondern 4. Weil wir eine radikale Verkürzung der Arbeitszeit brauchen. Wir können uns nicht mehr Erwerbsarbeit leisten. Und dennoch ist eine Gesamtverlängerung dessen, was Arbeitszeit heißt, in diesem Projekt enthalten. Ist nämlich, wenn ihr mitgerechnet habt, sind es 16 Stunden unseres tätigen Lebens, die wir mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Selbstentwicklung, mit Politik und mit Erwerbsarbeit verbringen. So. Herzlichen Dank, Frieka Haug. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt, finde ich, hat man bei den Ausführungen gemerkt, dass es viele Stränge gibt, die zusammenführen. Ich möchte euch jetzt in Kontroverse oder Übereinstimmung bringen. Ich fange mal an, Anke nachzufragen. Gläserne Decken einzureißen ist ein großes Ziel von dir. Geschlechtergerechtigkeit. Frieka hat hergeleitet auch aus dem Kampf um Geschlechtergerechtigkeit die 4-in-1-Perspektive. Wenn du jetzt auf das, was du kennengelernt hast als Beraterin, Piratin und Publizistin zurückschaust, wo du auch viele, glaube ich, Hemmnisse gesehen hast, die es gibt für Geschlechtergerechtigkeit, Kämpfe um Zeit, ist das ein Schlüssel, auch um gläserne Decken einzureißen oder sie vielleicht ganz abzuschaffen für alle? Selbstverständlich. Also wir wissen, gläserne Decken bestehen ja aus sehr, sehr vielen Bausteinen. Ja. Einer dieser Bausteine ist der Umstand, dass Männer und Frauen anders netzwerken. Und sehr oft gibt es den Vorwurf an Frauen, es gibt ja geradezu Netzwerktrainings und so weiter, wo man ihnen sagt, ihr müsst mehr netzwerken, ihr müsst verstehen, das ist wichtig, ihr müsst Kontakte knüpfen, Zugang bekommen zu denjenigen, die euch Türchen öffnen können und so weiter und so fort. Das ist eigentlich richtig als Rat. Es ignoriert aber den Umstand, dass Frauen überhaupt nicht so viel Zeit haben wie Männer. Rein statistisch arbeiten Frauen doppelt so viel unbezahlt wie Männer, Zeit, die ihnen unter anderem für das Netzwerken fehlt. Und da gibt es einen eklatanten Ost-West-Unterschied. Zum Beispiel, wenn eine westdeutsche Frau heiratet, statistisch hat sie dann 80% mehr Hausarbeit zu erledigen. Logischerweise die Männer weniger, wenn sie heiraten. Starkes Argument gegen die Ehe. In Westdeutschland. In Ostdeutschland gibt es auch einen Anstieg, aber er ist relativ marginal, liegt unter 20%. Auch die Arbeitszeitverteilung ist im Osten schon anders, was vielleicht damit zu tun hat, dass es eine längere Historie von beide arbeiten Vollzeit gibt und es notgedrungen anders verteilt werden musste, als wenn man jetzt eine Historie von mehreren Jahrzehnten typischen Hausfrauenmodellen hat und man so langsam in die Teilzeit reinwächst und dann immer noch zu viel von dieser Arbeit übernimmt. Es gibt aber trotzdem, und zwar in Ost und West, den Wunsch von Männern, auch mehr Zeit für die Care-Aufgaben zu haben. Die sind ja nicht nur lästig. Es macht ja auch Spaß, sich zum Beispiel mit eigenen Kindern zu beschäftigen oder sich auch selber mal kümmern zu können. Ich will jetzt nicht sagen, alle zu Hause ran an den Herd oder so, aber ich möchte, dass diejenigen, die die Zeit verbringen möchten, die Möglichkeit auch haben. Und ich will mal einen Verbindungsfaden knüpfen zwischen unseren beiden Themen, der ist nämlich tatsächlich da. Und ich mache das nochmal an dem Beispiel Autos. Wenn wir eine Autoteilgesellschaft haben, wo wir uns Autos teilen, brauchen wir, ich habe es schon erwähnt, 80% weniger Autos. Die werden nicht mehr produziert, keiner wird benötigt, um sie herzustellen. Alle diese Arbeitsstunden fallen komplett weg. Die anderen 20% Autos werden künftig, und künftig heißt nicht in 50 Jahren, sondern vielleicht in 3 Jahren, einfach gedruckt. Ein gedrucktes Auto wiegt im Schnitt nur noch 500 Kilo, verbraucht viel weniger Ressourcen, besteht nicht aus 5.000 bis 6.000 Teilen wie heute ein Auto, sondern das in Detroit, was ich erwähnt habe, aus 39 Teilen. Dazu braucht man fast keine Menschen, weil das meiste macht der Drucker, und nur noch 39 Teile statt 5.000 irgendwie zusammenzuschrauben, braucht auch weniger Menschen. Das heißt, selbst für die 20% Autos, die man noch braucht, braucht man massiv weniger menschliche Ressourcen, also Arbeitsstunden, die dann wegfallen. Und das ist zwar einerseits schade, andererseits aber auch großartig, weil wir ja den gleichen Output haben. Eine Geschichte, die Jeremy Rifkin bezeichnet als Null-Grenzkosten-Gesellschaft, dass wir nämlich das, was wir brauchen,
Gegenstände, ja, Dienste, was auch immer, mit immer weniger Kosten produzieren können. Auch bei Energie, vielleicht ist es egal eines Tages, ob wir solche Energiezähler haben, weil wir Energie zu null Kosten sauber und ohne Verschmutzung herstellen können. Jeder bei uns zu Hause völlig dezentral. Wäre ein ganz anderes Modell. Und wenn man das weiterdenkt und diese Systeme miteinander kombiniert, dann ist so ein gerecht aufgeteiltes Vier-Schubladen-Modell ja viel eher umsetzbar. Du kannst gleich reagieren. Ich wollte sagen, es klingt ganz schön harmonisch bisher. Ich wollte sagen, ich habe schon zwei Unterschiede herausgehört. Und zwar, Anke, du sprach ja davon, dass es durchaus wahrscheinlich sein kann, dass nicht jeder eine Erwerbsarbeit hat. Nach dem Modell 4 in 1 bei Fricka, wir diskutieren noch, ob das dann 2 oder 6 Stunden sind, die jeder am Tag hat, aber du gehst ja davon aus, dass jeder eine Erwerbsarbeit hat. Im Gegenzug hat Anke sich klarkommen ausgesprochen und ich glaube, ich verrate jetzt kein Geheimnis, dass Fricka und ich darüber schon das eine oder andere Mal diskutiert haben. Ich erinnere mich besonders gern an eine Debatte, das war abends beim Sonnenuntergang. Wir haben heftig diskutiert, später am Abend war noch geplant, einen Fisch zu grillen. Wir wurden immer heftiger und klüger in unseren Argumenten. Alle anderen, die da saßen, wurden vor allen Dingen immer hungriger. Letztlich hat dann Fricka in guter brechtscher Manier gesagt, naja, vielleicht muss man eher von sozialen Garantien des Lebens sprechen. Aber vor dem Hintergrund dieser Debatte, die wir miteinander hatten und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Anke sich jetzt dafür stark gemacht hat, stelle ich mal die Frage, Fricka, wenn man von der Gleichwertigkeit der 4 Arbeitsbereiche ausgeht, wenn wir diesen Anspruch annehmen, können wir dann auch aufrechterhalten, dass nur ein Bereich, nämlich die Erwerbsarbeit, entlohnt wird? Das ist auch ganz einfach. In meiner Vorstellung, wenn ich das durchrechne und wirklich, es steht und fällt alles mit der Verallgemeinerung. Es soll horizontal auf alle gleichartig verteilt werden. Wenn dieses der Fall ist, dann brauche ich doch nur sagen, auf einem Sektor, egal ob der Erwerbsarbeit heißt, aber wir nennen ihn jetzt mal Erwerbsarbeit, muss so viel Geld verdient werden, dass ein gutes Leben möglich ist. Dann können die anderen 3 da mitsegeln, weil sie ja alle 4 in einem Menschen sind, sodass sich das Problem, wieso, wo soll das Geld herkommen, wenn die dann gar nicht so lange arbeiten und so, halte ich für ein abgeleitetes Regierungsproblem. Also das kommt immer wieder in Diskussionen hervor, dass jemand sagt, oh Gott, wir können uns das nicht leisten, wenn die jetzt plötzlich alle nur noch 4 Stunden arbeiten, statt 8 oder 10 oder 12. Wir als Bundesrepublik sind dermaßen arm, das wird schiefgehen oder irgendwelche unsinnigen Sachen. Das kann man ziemlich schnell durch einige Berechnungen und Statistiken aus dem Wege räumen. Kurz, Katja, ich finde immer noch, dass die sozialen Garantien des Lebens, das ist der Begriff von Rosa Luxemburg, die in Ansehung des Lumpenproletariats sagte, um Gottes Willen, gebt ihnen sofort die sozialen Garantien des Lebens, damit sie in der Lage sind, politisch tätig zu sein. Und dieses, damit sie in der Lage sind, politisch tätig zu sein, das damit scheidet Katja und mich noch um einen Millimeter. Aber es ist ganz wenig, weil sie möchte kein damit haben. Aber ich möchte das damit. Ich möchte, dass alle Menschen in der Lage sind, politisch tätig zu sein und fürsorglich freundlich und sich selbst entwickeln zu können. Und deswegen muss auf dem Erwerbssektor so viel Geld verdient werden, dass es alle können. Aber ich würde gerne noch etwas zu Antje, ne? Anke, zu Anke sagen. Gleichzeitig finde ich es gut, sich das so konkret durchzurechnen und zu überlegen. Aber auf der anderen Seite habe ich das Problem, dass diese Gesellschaft, so wie sie im Augenblick läuft, ja doch überhaupt nicht überlebensfähig ist. Das heißt, noch mehr Autos oder so, das kam bei Volker vorhin, noch ein Atemzug und schon ist alles vernichtet. Es geht doch augenblicklich darum, dass die Konsum- und Bedürfnisweise dieser Menschen, die wir sind, diese Erde ins Nichts treiben. Das heißt, jetzt kann man ausrechnen, wie lange das noch geht und es gibt auch nicht mehr die Enkel, die das dann besser ausfechten oder die zukünftigen Generationen, denen wir die Erde verbessert hinterlassen, sondern es gibt nichts mehr. Wir haben das, die Ressourcen verbraucht, die Tiere vernichtet und so weiter. Also müssen doch andere Bedürfnisse
andere Vorstellungen von einem guten Leben kommen. Die lassen sich aber doch nicht diktieren von oben. Also müssen es Strukturen geben, in denen die Einzelnen in der Lage sind, selber sich für ein anderes Leben zu entscheiden und das zu entwickeln. Und daran überlege ich, und ich habe vorhin einen wirklich wesentlichen Punkt ausgelassen, weil ich den oft auslasse. Einfach, weil ich den früher nicht für so wesentlich gehalten habe, die Dimension, wo die Menschen Hoffnung und Träume und Utopien haben und über ein gutes Leben nachdenken, wird ja doch immer kleiner. Es gibt doch gar keine richtigen Träume und Utopien mehr, sondern ich habe das an meiner Hochschule mit den Studierenden in 3 Semestern durchexerziert. Im 1. Semester waren ihre Hoffnungen, wenn sie ein ganz utopisches Leben sich vorstellen, möchten sie, dass der Kindergarten nur 5 Minuten von zu Hause entfernt ist und der Nahverkehrssystem alle 4 Minuten geht oder ähnliches. Ich sage, das ist doch wahnsinnig, habt ihr denn nichts, gar nichts, keine Hoffnung auf Zukunft? Und das ging noch schiefer. Denn was wir nicht berechnet haben, glaube ich, weiß nicht, wie gut ihr das macht, ist, dass das Medienmonopol in den westlich industrialisierten Gesellschaften, allen voran Hollywood, doch dazu geführt haben, dass die Wünsche und Hoffnungen vollkommen verschoben und eigentümlich sind. In diesem Seminar zum Beispiel schwärmten die Frauen für den Film Schlaflos in Seattle, weil sie auch wollten, dass ihr Geliebter, lange nachdem sie schon tot sind, immer noch ihnen anhängt. Was für ein Wunsch. Aber alle Hoffnung war in diese, und so sind doch diese, es muss doch das Träumen wieder gelernt werden, es müssen Utopien entwickelt werden, und dafür braucht es Zeit und Muße, und infolgedessen ist es das Ganze für ein Projekt ist ein ungeheures Bildungs- und Erziehungsprojekt. Und das wollte ich dazu sagen. Ich glaube, die Beispiele sind gut, aber ich glaube, dass die Idee, es ginge darum, weniger noch Autos herzustellen mit weniger Arbeit, noch nicht. 80% weniger, ja. Nicht mehr sitzen wollen, sondern Zugang zur Mobilität haben. Überlegen das. Test. Ja, also wir wollen schon eigentlich das Gleiche, aber extrem wichtig ist, dass man viel früher in der Bildung ansetzen muss. Weshalb ich es zum Beispiel großartig finde, wenn man, also die klassischen Digital Natives, das sehe ich an meinem Sohn, der jetzt 15 wird, sind ja besonders ausgeprägte Konsumenten von dem, was sie serviert kriegen. Ob das jetzt von Google kommt, von Facebook oder von sonst wo. Was wir viel mehr, und das ermöglicht erst das Erfinden von Utopien wieder neu, Kindern beibringen müssen, ist, wie macht man Dinge selber? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt häkeln und stricken, obwohl ich das toll finde, sondern ich meine das klassische FabLab-artige Making. Und dazu gehört auch ein 3D-Drucker in der Grundschule. Und dann überlegen, was könnte ich denn damit machen, wenn ich alles, was ich will, hier entstehen lassen kann, aus der Idee, heute in diesem kleinen Kistchen. Und dann fängt man überhaupt erst an zu überlegen, was geht denn und was kann ich alles machen. Wir sind also wirklich viel zu viel Konsumenten des Systems und damit diesem System ja auch ausgeliefert. Wir müssen das selber beeinflussen können. Wir müssen selber gestalten können, diese Designs selbst entwickeln, unabhängig werden von den Großen, die sich irgendwas ausgedacht haben und wo wir dann nur bei Amazon auf die Shopping-Card klicken und bestellen es uns. Wir machen es uns selber. Aber das kann man nicht in Schalter umlegen und ab heute sind wir oder ab morgen sind wir jetzt alle super tolle, kreative Produzenten, sondern das ist was, das muss man auch trainieren und üben. Und da kann man echt nicht früh genug mit anfangen. Also wir sind uns schon mal einig, dass wir weniger Autos wollen, das ist gut. Ansonsten sehe ich noch den Unterschied, dass die einen eher von Kommunismus mit C, die anderen mit K sprechen. Ob das jetzt nur soziokulturelle Vorlieben sind oder ob da noch mehr dahinter steht, einen strategischen Unterschied, lassen wir noch mal offen. Ich habe, Evgeni, von dir gelesen, dass du ursprünglich mal eher mit sozialdemokratischen Vorstellungen gestartet bist und je länger du dich beschäftigt hast, gemerkt hast, das kann man nicht aufrechterhalten. Du hast dich für die Idee der Commons ausgesprochen. Ist das jetzt eher eine Zukunftsmusik? Und vor allen Dingen, ist das was, was nur in der digitalen Welt funktioniert, oder ist das was, was auch für die analoge Welt funktionieren kann?
Sure. So my transition was very odd in that it was obvious to me that the way in which the giants of this field, whether it's Google or Facebook, Amazon, I'm talking about my sort of little world, in which they operate, it cannot just be regulated. There is no way in which we can just let them do whatever they want and then just impose some limits, whether it's asking them to pay more taxes or whether asking them to, you know, give some donation to a cultural institution, as, you know, happens very often in Europe. This cannot go on, because the ultimate end for me is the commodification of our everyday life and social relations. And you can see it very clearly with Google trying to install sensors virtually everywhere in our lives, and I'm talking about things like phones and email also being sensors, to analyze, process everything that happens in our life, and then to make value out of it. For me, this is not something that can be solved just by trying to play nice and regulating them after the fact. We have to strategically consider what it is that we would want to claim as something that cannot be appropriated by them, whether it's data, whether it's something else, whether it's basic infrastructure on which our world will operate. We have to understand where we stand, and they have to say, you cannot touch this because this is not something that can be traded. And unless we do that, I don't think that we are going to make much headway in opposing what these companies do. Can you just say a few words about what I've heard discussed so far? I'm as enthusiastic about 3D printers as you are, but for me, it's obvious that the big problem here is not the cost of manufacturing. It's the fact that sooner or later, as is already happening, the big firms that used to control all of these domains are going to start claiming intellectual property rights over the products you'll be printing out in a 3D printer. I mean, and you're going to follow the exact same path that, let's say, generic drugs have followed with pharmaceuticals. We can make plenty of generic drugs that will cost $2 and, you know, solve all of the problems that we have with health. We do not do that for the sole reason that you have big companies pushing governments to push for very specific treaties and then going and cracking down on intellectual property rights and violations. And that's going to happen with cars and all the other commodities. If you cannot do it with something as basic and small as a pill, I can assure you, you will not be able to print out a 3D car on a 3D printer in your basement. And it's the same problem I have, sorry, with your example of us printing out houses. Because again, the cost there is not the cost of the material, it's the cost of the land on which the house is built. I mean, you're not going to be printing out land. I mean, that would be as expensive as it is now, right? So the fact that you can now erect a house for 2,000 euros, it's great, but the underlying value there is still the land on which it's based. This is why property costs so much. It's not the cost of the material, and, you know, 3D printers cannot solve those kind of problems. And this is with regards to the IT part of this. With regards to 4-in-1, like, I'm sure it sounds like a very good idea, and I'll be one of the people who agree with it. But if you leave this building and go 100 meters into any directions, you'll see people sitting in cafes and working on their laptops, and for them, 4-in-1, they'll claim, oh, we already have it, it's called multitasking. And they'll tell me, oh, we're liberated from wage slavery because we actually do four things at one. And you can actually distinguish whether what they're doing right now on Facebook counts as work, counts as their personal relationships, or count as, you know, participating in politics, because all they do is just clicking like, right? And then you have to figure out what it is actually means, what part of those four it contributes to, and I'm very serious. Like, I can see how this model works for the type of work you go and do in a factory. 9 to 5, it's very obvious. Yes, you just work from 9 to 11 and 9 to 5, and, you know, you then figure out how to supplement that time with other activities. It's not obvious to me, how do you do it when you're connected 24/7, you do much of your work on a computer, and it's not obvious which part of your life is actually work and which part of your life it isn't, because there are things which produce value for those companies in your life that do not formally count as work, which can count, kind of be analyzed as labor. You know, every time I do a Google search, Google makes money, because its algorithms get better. You know, there is a huge debate going on whether it counts as digital labor or not, and I don't want to go into it, but there are things right now which clearly generate value, and this is why these companies are so valuable, which do not require much work from us, but which kind of do not fall very easily, at least it seems to me, into one of those four
perhaps you've analyzed, and then, you know, there are also a lot of overlap there as well if you stick to this perspective. You know, every time I send a message over Google to my loved ones, it also creates value. So technically, I'm engaged in some kind of, you know, social reproduction, but it's also actually contributing value to a company that might or might not employ me. So I'm just curious to what extent you have thought about sort of applying it to cognitive work or the kind of work that's done immaterially, virtually, and however else you want to call it. Es gibt ja einige Romane, die ja mit einem dystopischen Charakter deiner Skepsis eher recht geben oder deine Skepsis füttern, also The Circle, aber auch Juli C.'s Theaterstück Corpus Delicti, wo quasi selbst das Konsumverhalten überwacht wird und wenn immer jemand sich ungesund ernährt, sofort eine Alarmanlage losgeht, also jeder Schluck Wein wird gezählt und ab dem zweiten Glas gibt es eine Warnung und so weiter. Also deswegen an Anke die Frage, ist Jewgeni jetzt einfach ein Pessimist? Oder was würdest du ihm antworten darauf? Nein, er ist schon ein Realist, der den schwarzen Entwicklungen ins Auge sieht. Und die sind ja da und die kann man auch nicht wegleugnen. Das, was uns vielleicht unterscheidet, ist ein auf meiner Seite größeres Vertrauen darin, dass es eine andere Möglichkeit noch gibt. Dass wir zwar an der Weggabel schon irgendwo falsch abgebogen sind, wir können aber noch einen anderen Weg wählen. Vielleicht hat er diese Hoffnung nicht mehr, das kann er ja gleich sagen. Ich würde zu dem, was er beschrieben hat, gerne auch zwei Ergänzungen machen. Zum einen, ich sehe das auch, dass diese riesengroßen Monopole ihre Macht missbrauchen. Es gibt aber eigentlich sogar im Kapitalismus ein Regularium dafür in der Offline-Welt, das dazu da ist, Machtmissbrauch bei Monopolen zu begrenzen. Man nennt das Monopolgesetze. Warum gibt es das nicht in der digitalen Welt? Die Macht von Google wäre viel kleiner, wenn es nicht nur ein Google gäbe, sondern 100, weil man sie einfach zerschlagen hat und weil es voneinander völlig unabhängige Unternehmen sind. Das geht auf nationaler Ebene ganz schlecht, deswegen gibt es diese Monopolgesetze noch nicht, weil das Internet bekanntlich nicht national, nationalstaatlich organisiert ist. Aber da brauchen wir neue Wege, weil diese Monopole machen extrem viel kaputt. Das war das eine. Das andere, es ist auch richtig, dass es ganz entscheidend ist, wer diese Designvorlagen hat und Rechte daran. Und da habe ich zwei Antworten. Die eine Antwort ist, ich sehe eine ganz starke, wirklich sehr stark wachsende Bewegung, die aus der Commons-Richtung kommt, die zum Beispiel dieses Wikipedia-artige Thingiverse mit freien Designs füllt. Da sind Hunderttausende schon drin. Es kommen jeden Tag welche dazu, ohne Profitorientierung, die jeder runterladen und ausdrucken kann. Das war das eine. Das andere zu der gleichen Frage ist, dass es trotzdem einen massiv großen Anteil geben wird von Dingen, und Dinge heißt in etwa 10 Jahren auch ein transplantierbares Herz, dass da Rechte drauf liegen, so wie man heute eben diese Medikamente schon mit Rechten schützt. Wir haben heute schon die ethische Frage zwischen, was ist wichtiger, Copyright oder Menschen, die ihre Krankheiten, auch existenzielle Krankheiten, nicht bezahlbar behandeln können. Diese ethische Frage wird aber extrem zugespitzt und ich glaube, wegen dieser Zuspitzung in Zukunft anders beantwortet werden. Denn wir werden die Gegenüberstellung haben in sehr kurzer Zeit, und kurz heißt ein paar Jahre, zwischen Copyright oder der Zugang zu Herzen, zu Nieren, zu, also man druckt jetzt schon Haut direkt auf Brandwunden zum Beispiel. Das wird, hoffe ich zumindest, weil ich glaube an das Gute im Menschen mehrheitlich, es wird keine Mehrheit mittragen, dass man Menschen einfach sterben lässt, nur weil einer sagt, tut mir leid, ich habe ja das Recht am Herzdruckdesign und das kostet $30,000. Das wird sich nicht langfristig durchsetzen lassen, was wiederum aber auch von uns abhängt, ob wir das hinnehmen. Aber irgendwann wird die Waagschale so offensichtlich falsch sein, dass ich hoffe, dass man das auch jetzt bei der Urheberrechtsreform in der EU, die ja gerade eben ansteht, schon mit berücksichtigt. Ich sehe das noch nicht, aber das wäre was, wo man noch so ein bisschen Lobbyarbeit von unten machen kann, dass sowas damit einfließt.
Jewgeni, willst du noch mal in diese Kontroverse reingehen und das verbunden mit der Frage, wenn wir es schaffen würden, eine Bodenreform 2.0 durchzusetzen und quasi das private Eigentum an Grund und Boden verbieten und das Eigentum an Wissen und Patenten überwinden, hätte dann Anke recht mit ihrer optimistischen Perspektive? Again, I don't know by what possible account can I be accused of being not an optimist. I mean, I'm an optimist with regards to technology. I mean, yes, it can allow us to run things in a much more efficient, decentralized, and flexible manner. I've said it from the very beginning. I think that the days in which you had a bus picking you up at a bus stop at a fixed hour when there was nobody at the bus stop are over, right? The question is, what's going to succeed it? You can argue that it's going to be some kind of hyper-privatized system whereby you have a system of privately operated cabs picking you up, or it's going to be something that will be much more public in its interface, will rely on very different values and will operate differently, but will still be flexible and will not require some kind of a central planning commission to figure out which routes to take. That to me is the question. And the question then is, how can that future become possible? And for me, again, I'm sorry, that future becomes possible not by all of us learning how to solve our own problems with do-it-yourself kind of attitude, or by learning how to code. As important as it is, for me, that's actually very often detrimental to the kind of solidarity we want to foster. No, I don't want people to solving their own problems immediately, because if you think that way, you'll end up in the consumer paradigm. You'll be buying apps and solving problems on your own, instead of trying to think how to address issues collectively and solve them with your neighbors and other fellow citizens. For me, that's a fundamental question. And to me, it's obvious that the way in which the cost of solving problems with technology have fallen has resulted in an upsurge of neoliberal thinking, whereby now we by default turn to technology and apps to solve our own problems through apps, instead of actually trying to think through more social solidarity-based collective ways of tackling problems. And we have to figure out how that spirit can be reignited. But to reignite it and make it work, you have to figure out what are the key infrastructures that need to be in citizens' hands. You cannot do it just by learning skills. You have to figure out what are those infrastructures. And I've made my case that infrastructure is data, and that infrastructure are the sensors and algorithms and other parts of this environment that generate the data. Unless we manage to establish control, and by control I also mean trying to take them out of the private property paradigm with regards to data, for example, we are not going to be able to unlock the possibilities of all those technologies. So when it comes to technology, I'm extremely optimistic. When it comes to actually figuring out whether we have a strategy by which to go and reclaim some of those resources, I'm sorry, I'm pessimistic, and so far I'm not seeing much, at least in Germany, to convince me otherwise. Because all of the opposition that is now being waged at Google, Amazon, Facebook, and others is not being done by the citizens, it's being done by a bunch of your big firms, whether they're in publishing and banks or in cars. It's not a citizen-driven movement that tries to take data out of Google and make it into a public good. It's a movement that tries to destroy Google so that you can have a different search engine where all of the links will end up leading to Axel Springer's publishing house. That's the kind of future that's being debated in Germany. And in that sense, yeah, I'm very pessimistic. But it doesn't mean that, again, a different alternative paradigm cannot be articulated. It can be articulated, but it can be articulated in proper vocabulary. You have to start thinking about what are the key infrastructures through which an alternative political life can emerge. And that thinking is not happening, again, because we are caught up in much of this lingo that does come out of the European Commission. Antitrust, competition, competitiveness, all this neoliberal blah, blah. I mean, this is not the kind of language you need to be able to formulate an effective political strategy that will be able to actually understand what it is that citizens need to own today to be able to self-organize. Frika, du hast selber viel zu Automatisierung geforscht und hast nicht nur mich und andere immer wieder darauf hingewiesen, dass Fragen wie ist das Internet gut oder böse sehr metaphysisch sind und deswegen undialektisch, deswegen die Frage anders formuliert. Was müssen wir tun, damit die digitale Revolution zu einem Verbündeten für einen Aufbruch zum Sozialismus 2.0 werden kann?
Das wäre gut, wenn ich das jetzt wüsste. Ne? Also ich ärgere mich jeden Tag über Facebook. Ich bin extra in Facebook eingetreten, um zu wissen, ob ich recht daran tue, mich zu ärgern. Und es ist gerade heute, nee, gestern kam ein Brief, X und Y haben dich angestupst. Möchtest du der Unterhaltung folgen und Folgendes mit Gefällt mir markieren? Ich gucke das an, die Unterhaltung heißt Hi. Der nächste kommt Hi. Der nächste kommt I feel well. Mit anderen Worten, dieses Ding ist eine solche Verdummungsmaschine und so ein Zeitdieb. Und klar, das sind doch alles, alle, die da drin sind, man sammelt, man akkumuliert Freunde. Ich habe jetzt schon 2000 Freunde auf diese Weise bekommen und die vermehren sich wie verrückt. Man hat keine Möglichkeit mehr, das zu stoppen. Und die Unterhaltungen sind grundsätzlich so. Ich habe noch keine vernünftige und ernsthafte argumentative Unterhaltung in diesem Kontext finden können. Kurz, es wird auf diese Weise auch noch der Begriff des Freundes und der Freundschaft völlig auf den Hund gebracht. Und die Zeit ist auch im Eimer. So, das ist das erstmal zu diesem. Aber gleichzeitig machen wir das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus. Wir könnten das nicht machen ohne das Internet, denn das erlaubt uns, das in der ganzen Welt zu machen und mit Weltautoren von überall her und das hin und her unsere Botschaften und unsere Texte zu schicken, es darüber zu diskutieren. Wir müssen nicht leiblich dauernd. Am Anfang sind wir wirklich durch die Länder gereist, um ihnen das vorzustellen und sie als Mitarbeiter zu gewinnen. Aber das ist gar nicht nötig. Wir können das über das Internet hinkriegen, irgendwie. Und die von Katja schon erwähnte erste feministisch-marxistische Kongress hier in der vor 3 Wochen ist über das Internet gemacht, sonst wäre das nicht gegangen. Mit vielen, vielen Mails. Mit unendlichen Mails, aber es kamen 600 Menschen aus aller Welt und wollten marxistisch-feministisch die Welt verändern und insbesondere sozusagen die patriarchalen Strukturen, die es nicht erlauben, die einfachen Vorschläge von ihm einfach umzusetzen, weil die fragen, was ein Werk ist und was ein Wissen ist und was etwas taugt und was man anerkennen muss und wofür Lohn gibt und was unwichtig ist und ganz hinten in die Hierarchie kommt, haben natürlich mit dem Patriarchat zu tun, mit dem wir kämpfen. So. Aber die positive Seite darum, wir brauchen das, wir müssen das benutzen. Aber das, was ich in der schwarzen Utopie nicht gehört habe, ist, das haben Sie wahrscheinlich doch gesagt, aber wie denn eigentlich? Also es ist notwendig, ein eigenes Projekt zu haben, das stimme ich absolut zu. Es muss etwas Sinnvolles von uns gewollt werden, international, alle zusammen, kollektiv, nicht individuell, nicht individueller. Das Fortkommen bloß, sondern wie kommen wir als Gemeinschaft zusammen und voran? Dieses Projekt muss existieren, damit das Internet und die Digitalisierung der Welt zu unserem Nutzen gebraucht werden kann. So, das finde ich selbstverständlich. So muss es sein. Das ist der Weg Nummer 1. Aber jetzt der Weg dann Nummer 2. Und also verbieten wir es Google und gehen Monopolgesetze dagegen. Ich weiß nicht genau, wer jetzt dieses Wir ist, welches so stark all diesem Einhalt gebieten kann. Ich bin auch dagegen, dass wir in Düsternis verfallen und sagen, es ist schon alles verloren. Aber ich sehe noch nicht genau dieses kollektive Subjekt, was genau diesem Einhalt gebietet, wenn es gleichzeitig in den Fängen dieser Konsumweise ist. Und ich sehe auch noch nicht unsere Projekte, die gegen diese Konsumweise Sturm laufen. Vielleicht sollten wir damit als erstes mal anfangen, wie wir das anstellen. Ich habe euch eben gesagt, welche zwei Projekte ich versucht habe mit Wünschen und Hoffen. Das dritte habe ich euch nicht habe ich euch vorenthalten, das war das Allerschlimmste. Die Vorstellung, was würde ich tun, wenn ich meine Zeit selber einsetzen könnte, wenn ich über meine Zeit verfügen kann und nicht wer anders. Ich muss nicht Lohn arbeiten und so weiter. Was tue ich dann? Den ganzen Tag in der Badewanne, bis das Wasser kalt wird, dann wieder heißes Wasser nachlaufen, bis die Haut sich ribbelt.
Das ist doch, da passiert doch etwas ganz Schreckliches mit den Menschen und wir sollten daran möglichst schnell versuchen, nicht etwa Verbote aufzustellen und Gesetze dagegen zu erfinden, sondern Projekte vorzustellen, alternative, gemeinsame Projekte. Aber dann gibt es noch eine etwas Trauriges, was ihr hassen werdet jetzt. Die Commons-Sache, die wir jetzt dann ganz groß rausbringen, kein geistiges Eigentum mehr. Und wer bitte ernährt dann die geistig Produzierenden? Die können ja von ihrer Arbeit nicht mehr leben, weil es die nicht mehr entlohnt wird. Sie dürfen sie nicht mehr verkaufen, weil wir sie schon lange in ein Commons verwandelt haben. Wer tut das? Und da fehlen noch zwei Elemente. Wikipedia als ein gemeinsam fantastisch hergestelltes Werk. Wenn ihr wirklich versucht, damit zu arbeiten und etwas sucht, werdet ihr feststellen, oh mein Gott, das ist doch falsch. So war es doch gar nicht. Das ist doch ganz das Gegenteil. Ich kriege nicht mehr raus, dass ich Philosophin bin aus Wikipedia. Ich bin nicht Philosophin. Ich habe einen Philosophen geheiratet. Aber das sagen sie da drin nicht. Philosophin. Und Gründerin des Gramsci-Projektes oder so. Es geht immer weiter. Und das gilt aber doch für alle so kollektiv hergestellten Produkte in Wikipedia, dass sie voller Fehler stecken. So, die Frage an euch ist jetzt, wo kommt jetzt die Ethik da rein, das ethische, wissenschaftliche Gewissen? Und die zweite Frage eben, wovon leben die Projekte, die dieses Wissen, wie wir das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus erstellen. Wovon leben die, wenn wir das alles vergemeinschaftet haben und der Kapitalismus ist nach wie vor da und sie müssen ihre Miete zahlen und so weiter? Also, ja, Grundeinkommen kam jetzt gerade, das hatte ich ja vorher schon gesagt, das wäre eine Antwort darauf. Aber Wikipedia finanziert sich zum Beispiel über Spenden und zwar bisher erfolgreich. Da gibt es immer so einmal im Jahr eine Spendenrunde und die ist jedes Jahr bis jetzt erfolgreich. Aber es war auch eine Frage zu, wie finanziert sich Kunst? Und da würde ich gerne autobiografisch antworten. Ich habe, das wurde erwähnt, in der DDR Kunst studiert. Dann fiel die Mauer und 91 stand ich da, hatte einen frisch gebackenen Kunstabschluss. Und es gab nicht mehr das Sicherheitsnetz einer DDR, in der auch Künstler nicht verhungert sind. Und im Arbeitsamt erklärte mir dann, Kunst ist halt leider im Kapitalismus extrem brotlos. Ich wiederhole nochmal die Jahreszahl, 1991. Da gab es das Internet noch nicht. Da erklärte man mir auf dem Arbeitsamt in Frankfurt am Main, dass 97% aller Künstler nicht von der Kunst leben können. Natürlich nicht. Aber warum soll das jetzt plötzlich anders sein? Nur weil man jetzt quasi raubkopieren kann, müssen alle von der Kunst leben können, obwohl sie es 1000 Jahre vorher oder 30.000, fing ja schon bei Höhlenmalerei an, die wurden ja auch nicht bezahlt. Und die 97% der Künstler, die mir in Westdeutschland erzählt wurden, dass sie nicht von der Kunst leben können, waren trotzdem als Künstler produktiv. Wenn man das, ich finde verhungernde Künstler keine schöne Vision, aber künstlerischer Drang ist oft sehr stark. Und wenn man das kombiniert mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, dann müssen sie noch nicht mal dabei verhungern. Und mehr Menschen könnten ihre kreativen Potenziale überhaupt verwirklichen. Wie viele müssen heute rund um die Uhr beschissene Jobs machen, obwohl sie eigentlich Dichter und Denker und Maler und Tänzer und was noch alles sind? Nur weil sie sich ihre eigene, eigentliche Leidenschaft, wo sie die größten Talente haben, gar nicht leisten können. Also ich glaube, es gibt da eine andere Möglichkeit und wir könnten die umsetzen. Aber das ist ein bisschen, es gibt ein bisschen Problem da drin, ne? Weil wenn wir sie, in meinem Modell, ne, werden alle Menschen Intellektuelle, alle Menschen Philosophen, alle Menschen Künstler, alle können allseitige Fähigkeiten entwickeln und wir gehen auf diesen Weg. Und wenn man das sagt, gut, die sollen davon leben können durch bedingungsloses Grundeinkommen, haben wir die anderen Fragen nicht gelöst, die ich jetzt versuche, in dem 4-in-1-Modell zu lösen. Das ist für alle die Möglichkeit. Wir lassen die Kontroverse an der Stelle stehen, weil wir wollen heute nicht nur über brotlose Kunst reden, sondern die Soiree geht weiter mit ganz konkreter Kunst, wunderbaren Lesungen und auch sozusagen aktivierender Kunst. Deswegen geht unsere Runde hier schon dem Ende entgegen.
Es ist eine wichtige Frage aufgerufen worden, die nach dem kollektiven Subjekt oder den nach den vielen Subjekten, die werden wir auch bei den weiteren Veranstaltungen beantworten. Ich sage auch gleich Veranstaltungen, die von der Anlage, vom Räumlichen her deutlich interaktiver sind, wo es noch mehr Beteiligung gibt. Jetzt hatte ich angedeutet, gibt es die Möglichkeit für ganz dringende kurze Nachfragen und ich sehe 3 Wortmeldungen. Wir machen natürlich eine quotierte Redeliste, deswegen frage ich erstmal, ob es Frauen im Publikum gibt, die eine Anmerkung bzw. eine Frage haben. Ladies, ihr habt das Wort zum ersten, zum zweiten. Gut, dann nehmen wir die erste Wortmeldung und die war genau in der Mitte des Saales. Es ist leider mit dem Licht, ich kann auch nicht mal eure Haarfarbe sehen. Ja, bitte, in der Mitte. Wo ist in dem 3D-Drucker? Die Kunststofffabrik, das Stahlwerk und all das verinnerlicht, mit dem das Auto gebaut wird. Gut, Frage ist angekommen. Wir sammeln dann da hier vorne eine Frage. Ich wollte noch auf die 4 Zeiten eingehen, auf die erste, wo die Lebensmittel hergestellt werden. Im Augenblick würden wir schon bei 4 Stunden landen, wenn alle, die arbeiten wollen, arbeiten dürften. Und dann gibt es mindestens die Hälfte dieser Lohnarbeit, die geschieht. Da wird ja unnützes und schädliches Zeug hergestellt, nicht nur Waffen und Werbung, sondern vieles andere mehr. Wir würden da auf weit unter 2 Stunden kommen. Wir könnten das also noch günstiger verschieben, für die anderen 3 Sektoren mehr Zeit haben. Wunderbar, jetzt gäbe es noch die Möglichkeit für Nachfragen von Frauen. Nochmal. Ja, wunderbar. Ja, bitte. Auf Englisch, ja, für Evgeny. So, I was actually quite interested in hearing Evgeny's response. Hi, I'm right here. To the last question about if we follow a commons model and we don't have intellectual property, how will the inventors invest in the research and development or you know produce art? How will they be paid? Und dann eine abschließende Frage hinten in der letzten Reihe. Ja, einen Moment noch warten. Ja, Werner Schönfeld, an Frau Berg habe ich eine Frage. Sie haben ja mit Ihrem Beitrag die schöne neue Welt gezeigt. Das ist für mich aber die industrielle Revolution 3.0 Hochtechnologie. Wenn wir nun den Zirkel von hier 4000 Kilometer um Berlin rumdrehen, dann kommen wir in Länder, die ganz andere Probleme haben. Wo die Leute nicht mal richtige Schulbauten haben, nicht mal Toilette, Zugang zum Wasser. Und ich meine, Sie haben in Ihrer ganzen Ausführung die Einfachtechnologie, für die ich hier stehe, vergessen. Und die gehört auch in die Zukunft, die Einfachtechnologie. Nur so können wir die Slums beseitigen, vieles in der dritten Welt besser gestalten, auch auf dem Gebiet des Schulwesens. Und da würde ich gerne Ihre Antwort dazu hören. Danke. Ja. Vielen herzlichen Dank für Ihre, eure Nachfragen. Ich muss jetzt leider schon in die Abschlussrunde geben und bitte euch jeweils auf die Fragen einzugehen und habe dann noch eine ganz kurze Abschiedsfrage, nämlich die Frage, was würdet ihr in aller Kürze einer Linken, die auf der Höhe der Zeit ist, fest verankert auch in ihrer Geschichte, mit in ein Manifest oder um es anders zu sprechen, an die Twitter-Wall schreiben. Im kommunistischen Manifest gab es am Ende ganz konkrete Forderungen, die lesen wir jetzt aus Zeitgründen nicht vor, kann jeder nachlesen, entweder im Buch The Ancient Art oder auch im Netz sich nochmal raussuchen. Aber müsst jetzt nicht vielleicht 10 oder 12 Forderungen, aber was wären Sofortmaßnahmen, die ihr einer Linken auf der Höhe der Zeit mit auf den Weg geben würdet? Danke. Also ich kann praktischerweise die erste und die letzte Frage, also nicht deine letzte, sondern die letzte aus dem Publikum, zusammen beantworten. Die erste Frage, da ging es um die Materialien. Das ist eine extrem wichtige Frage, genau wie die andere auch. Also man kann inzwischen aus weit über 100 Materialien 3D-Druckgeschichten herstellen und unter anderem forscht die NASA gerade daran, wie man aus Dreck, also aus Sand auf dem Mars, den es massenhaft gibt,
dort zum Beispiel alle Arten Häuser baut. Man kann heute schon aus praktisch Dreck solide Häuser bauen. Das, was aber das Zweite zu Materialien, was die Verknüpfung ist zu der dritten und ganz wichtigen Frage, das ist das Thema Recycling. Und da erzähle ich jetzt von einem Projekt. Ich war im Februar mit der Welthungerhilfe in Äthiopien in einem Slum in Bahedar. Und wir sind dabei, gemeinsam mit einer lokalen NGO in Slums, die ich auch selbst besichtigt habe in diesem Februar, ein Projekt zu entwickeln, wo man aus dort massenhaft herumliegenden PET-Flaschen die recycelt, 3D-Druckfilament, also das Rohmaterial für 3D-Drucker herstellt und Micro-Enterprises in diesen Slums aufbaut, aus denen man vor allem für das Feld Water und Sanitation, also genau die Themen, die gefallen sind, Wasser, Hygiene und so weiter, Dinge produzieren kann aus diesen PET-Flaschen. Sachen, die wir zum Beispiel in der Planung haben, die es bei Thingiverse übrigens schon zum Herunterladen gibt. Dort gibt es kein fließendes Wasser. Statt Toiletten gibt es ein Loch in der Erde. Man benutzt Wasser aus so Plastikkanistern. Und wer schon mal mit einem Kanister gleichzeitig Wasser ausgegossen und sich die Hände nach der Toilette gewaschen hat, weiß, das geht nicht. Das heißt, dort werden die Kanister falsch herum aufgehängt, haben aber einen Schraubverschluss. Und Wasser ist dort sehr kostbar. Die haben einen täglichen Verbrauch von maximal 8 Litern. Das ist also wirklich kostbar. Man kann im 3D-Drucker aus diesen alten PET-Flaschen einen neuen Schraubverschluss drucken, der gleichzeitig ein Wasserhähnchen hat. Und dann kann ich mit dieser ganz einfachen Maßnahme aus Müll etwas Praktisches machen, das dazu beiträgt, dass nicht mehr jedes Jahr 1,4 Millionen Kinder an Durchfall sterben. Und das sind existenziellere Fragen als zum Beispiel das gedruckte Auto. Insofern bin ich sehr dankbar für diese Frage. Deswegen glaube ich aber auch, dass diese Technologie vielleicht zum ersten Mal auch das Macht- und Kräfteverhältnis zwischen erster und dritter Welt fundamental verändert, weil es nämlich die Kreativität, die dort massenhaft vorhanden ist, paart mit der Möglichkeit, die auch umzusetzen für ganz wenig Geld. Und da mache ich ehrlich gesagt auch total gerne mit. Und jetzt noch einen super kurzen Rat für die Linken. Ich würde statt Bodenreform wirklich in Richtung Copyright-Reform gehen und die ganz radikal. Dankeschön. Und wir haben heute auf jeden Fall gelernt, dass 3D-Drucker nicht nur was für Hipsters in Mitte Berlin sind, sondern offensichtlich auch im globalen Süden deutlich was verändern können. Vielen Dank, Anke Domscheit-Berg. Evgeny. So I'll answer the question that was asked to me specifically about copyright and IP. First of all, I think for me it's clear that there is a huge distinction between patents and then, you know, copyright protecting actual creative work. With patents, I think there is a very straightforward case to be made that we need few of them. You actually find a lot of people on the extreme right who accept that very much as people on the extreme left. I mean, we do need fewer patents. And if you want more innovation, that's clear cut. I think everybody agrees who has actually thought about this issue and is not influenced by people who are sitting on tons of patents. With regards to copyright and the protecting the work of actual creative authors and creators, I think there, for me, I don't see full abolition of copyright as anywhere in near future, and I wouldn't necessarily myself advocate it. But for me, the answer is obvious. Who is going, or who should be supporting the artists? Well, it should be the taxes that we are paying. I mean, the way in which we ought to fund creative work, whether it's in theater, in music, or somewhere else, it should be through the taxes that we pay. I mean, the idea that we would kind of forget the simplest answer to the question and start looking for crowdfunding or, you know, whatever other fancy alternative comes on our agenda, to me, is very bizarre. I mean, that's the answer. Yes, there have been budget cuts and they will continue, but there is no need to oppose that. It doesn't mean that we have to abolish copyright, but it also to me is clear that we should not clearly accept the idea that all the arts should be funded by a bunch of oil companies and banks who are running galleries where they show art. I mean, that's not the way in which art ought to be funded, not in the long term and probably never. But beyond that, let me just get back to what I was saying about data. I mean, this is not was not my intention to argue that when I propose to have some kind of an alternative non-commodity form for data, whereby no company would be able to claim ownership over it, in no way did I suggest that people would not be able to earn some money around it. Think about it this way. Right now,
Google has aggregated all the data and they're ripping it off. They are milking it. They're milking it like a cash cow and they're making lots of money. If, on the other hand, we had that data in some kind of public domain where I could come and build my own little small company, I could come my own little business, which wouldn't harm anybody. It would be very small. It would serve the needs of my five neighbors, all of whom need to look up a particular thing in that data. They'll pay me 100 euros a month. I'll be well off, right? But the reason why you cannot have such small businesses running on that data today is because the only entity that has access to it that can build on top of it is Google. So for me, it's clear why this sort of nationalization argument is not in itself bizarre. It's actually, it makes perfect sense, even if you want to pitch it as a way to unlock innovation, because the only player right now that can innovate on top of that data is Google. They themselves do not stick to the neoliberal dogma of, you know, everybody should be able to use this data and innovate. They do not stick to it. It's just one player controlling it. They do not stick to the decentralized knowledge Hayekian kind of principle that, you know, the more people can come and work with that data, the more good will come out. No, just one person who's innovating, and that person is Eric Schmidt. Right? It's not you, it's not me, it's not my neighborhood, and to me that's the problem. And once we manage to solve that, we'll actually have more people trying to earn their livelihood with new entrepreneurial models, which again, I do not disapprove of. I think they can be wonderful. But to sort of formulate an answer to the question that Kyra posed at the very end, I'll be provocative here, and I think that ultimately it's not a talking point, it's a question. I think the question is, the left has to figure out who needs it when people have access to advanced technology. And I'm completely serious about it. I mean, right now, the proposition, as I've said from the very beginning of my talk, the proposition from somebody like Silicon Valley and Google is that they can deliver more free time, they can deliver more health, they can deliver more energy savings, they can deliver more education. They can do all of the things that we have traditionally expected from the left, right? And you can argue that the way in which they deliver it is demeaning, it's ugly, it's commodifying everything, it's bad, fine, make all of those critiques and come up with a better program that can take advantage of information technology. But for me, it's obvious that the answer that the left needs to formulate right now is who needs the left when you have Google? Unless you can answer, no, I'm absolutely serious, unless you can answer that question, think about libraries, access to information, whatever. I mean, like, you have to be able to answer it, and you have, by answering that question, you'll actually be able to crystallize what are the values that you stand for, and why the values that Google promotes, which again now are taken for granted, because everybody thinks that, you know, who doesn't want more health? Who doesn't want to be more energy efficient? Who doesn't want to have more free time? The program for the left is to figure out in which ways the benefits that Silicon Valley offers are actually fake. And I think that they are fake and they have nothing to do with the leftist project. It's just the problem is that the left has a very hard time articulating that critique. Yeah, vielen Dank, Evgeny Morozov. Und ich hoffe, dass wir alle jetzt schon gute Antworten auf die zentrale Frage haben, wer braucht die Linke, wenn es Konzerne wie Google oder das Silicon Valley gibt, haben. Und ich hoffe, dass wir nach der linken Woche der Zukunft noch viel schlagfertigere Antworten auf diese wichtige Frage geben können. Frigga. Ich komme immer auf die gleichen Elemente zurück. Wenn wir das Problem haben, dass in diese Gesellschaft so sehr an die Wand gefahren ist, mit der, sowohl der Entwicklung der Produktivkräfte mit Krieg und Krise und Ökonomie und der menschlichen Bedürfnisse und die Wellness-Kult anstelle von, weiß nicht, Literatur und Lesen und Musik und Tanzen und was alles noch an menschlichen Möglichkeiten gibt, müsste doch das Hauptprojekt von einer Linken sein, das alternative Projekt, welches sie darstellen muss, wenn es das Kommunistische zum Scheitern gebracht hat. Muss sie ein alternatives Projekt darstellen, dann muss es doch die Hauptmann die Infrastruktur dafür Stück um Stück zu legen. Und eines davon ist unbedingt eine Einmischung in das Schulsystem, also in die Schulreform und in die Entwicklung von kreativen Möglichkeiten und was die in den Einzelnen ja schlummert. Die Kinder kommen da nicht so zur Welt, dass sie nur solche Wellnessprogramme wollen oder Badewannen oder sowas.
Infolgedessen ist also die Einmischung ins Schulsystem, finde ich, enorm wichtig. Dann sind den Marktgesetzen doch ganz besonders gefährlich ausgesetzt, alles, was von Natur aus kollektiv ist, nämlich wie Gesundheitswesen, eben auch Bildungswesen, Politik, Verkehrswesen und all sowas, ist doch außerordentlich in Gefahr, durch Privatisierung und durch Kapitalgesetze weiter an die Wand gefahren zu werden. Also muss es in diesen Bereichen kollektive Alternativprojekte geben. Das lässt sich doch auch machen. Es gibt genügend Fantasie, auch wie man Politik in die Kommunen holt. Also seine Idee, es müsste dezentral, oder war das deine Idee? Es müsste dezentralisiert werden und experimentell überlegt werden. Auch bei Rosa Luxemburg könnt ihr enorm viel lernen, wie man die Politik nach unten holt und das Gerechtigkeitsempfinden der Einzelnen so anruft, dass sie sich nicht nur einfach im Protest empören, sondern dass diese Empörung zu einer kollektiven Aktion führt, die gemacht werden kann. Das ist ja doch ganz schwierig. Wir haben doch Proteste und Revolte, die nirgendwo hinführen. Davon haben wir genug. Und wir haben auch die nach rechts führen. Also muss es doch einen Kristallisationspunkt und es muss eine Linke schaffen, wo diese Projekte ausgeschrieben, Wettbewerbe dazu gibt. Und wir haben nur einen Enkel, den wir in der Schule verfolgen können. Diese Schule macht es offensichtlich außerordentlich gut. Sie machen Frieden- und Kriegprojekte und reden dazu und führen das vor und führen das öffentlich aus und so. Das lässt sich doch aber verallgemeinern. Man kann doch statt Schönheitswettbewerben Wettbewerbe um ein gutes Leben ausschreiben. Ja, vielen herzlichen Dank, Frieda Haug. Wettbewerbe um das gute Leben statt Schönheitswettbewerbe. Hier gibt es jetzt kein Wellnessprogramm, aber hier geht es weiter mit jede Menge geistiger Erfrischung. Nach einer kurzen Pause um 9 mit Stand-Up-Performance von Margarita Zomo und dann ab 22. Außerdem gibt es eine Lesung von Ingo Schulz, das ist gegenüber im Karl-Liebknecht-Haus, und ab 22 Uhr liest dann Dietmar Dart. Und danach kann man nur sagen, genießen Sie den Abend, lassen Sie ihn ausklingen, aber nicht zu lang, denn morgen früh um 10 geht es weiter. Dann im Franz-Mehring-Platz im Münzenberg-Saal. Bernd Rixinger und ich stellen unser Zukunftsmanifest vor. Vielen Dank, dass Sie da waren. Applaus